Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Schminki für dich, denn heute möchte ich gerne mit euch ein Fullface mit Alverde Naturkosmetikprodukten schminken. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Erstmal setze ich mir meinen wundervollen Haarreifen auf. Und hier habe ich eine Box mit Produkten, die ich bei DM gekauft habe von Alverde. Ich finde es super interessant. Ich sage ja sonst immer, Alverde und ich, wir sind nicht die besten Freunde. Und heute bin ich gespannt, ob wir vielleicht Freunde werden. Starten möchte ich mit diesem Primer. Und zwar ist das der Hydro Primer. Er schenkt der Haut den täglichen Hydro Boost für einen erfrischenden Start in den Tag. Die ölfreie, transparente Formulierung mit natürlichen Wirkstoffen wie Salicylsäure aus Weidenrindenextrakt und Aloe Vera Saft aus kontrolliert biologischem Anbau ist leicht und zieht schnell ein. Mit der extra Portion Feuchtigkeit kann der Primer statt der Tagespflege verwendet werden. Die Rezeptur eignet sich ideal als Vorbereitung für das Make-up und verleiht einen natürlich schönen Look. Da bin ich mal gespannt. Die Textur ist einfach wie so ein Gel. Riecht ein bisschen nach Uhu. Aber er fühlt sich kühlend an, als würde er wirklich jetzt gleich mein Gesicht schön mit Feuchtigkeit versorgen. Und der scheint sehr ergiebig zu sein. Also das kleine, erbsengroße Vieh, was ich mir da auf die Hände gegeben habe, kann ich direkt im kompletten Gesicht verteilen. Der zieht schnell ein, das ist schön. Also ja klar, Primer kannst du oft anstelle von Tagespflege verwenden, ne? Und der fühlt sich auch so an, als wäre er auch als Tagespflege so ganz gut geeignet. Ich gebe mir auch noch ein ganz kleines bisschen an den Hals, weil mein Hals prime ich irgendwie immer mit. Aktuell ist auch keine Würstchenbildung zu vermerken, was ich immer gut finde. Als Foundation habe ich zwei verschiedene und ich glaube, die werde ich auch beide einfach mal so alternativ auftragen, weil ich habe ja zwei Gesichtshälften. Da habe ich einmal die CC Color Correction Lichtschutzfaktor 6, ja gut, das ist süß, ne? Perfekter Ton, das ist diese Tube. Und hier steht hinten drauf, für einen perfekten Ton. Eine CC-Cream kombiniert die Eigenschaften einer feuchtigkeitsspendenden und schützenden Tagespflege mit denen eines Make-ups. CC steht dabei für Color Correction. Mineralische und lichtreflektierende Farbpigmente sorgen für eine natürliche Tönung, harmonisieren den Hautton und kaschieren Hautunregelmäßigkeiten und Fältchen. Nett. Die Kombination von mineralischen, getönten und lichtreflektierenden Pigmenten sorgt für einen gleichmäßigen, strahlenden Teint und kaschiert Fältchen und Hautunebenheiten. Mit 7 Funktionen ein harmonisches und verbessertes Hautbild. Spendet 24 Stunden Feuchtigkeit, strafft die Haut, glättet das Hautbild, kaschiert Fältchen und Hautunebenheiten, hilft Rötungen zu kaschieren, verleiht einen perfektionierten Teint, UVA- und UVB-Schutz, wirkt lichtbedingter vorzeitiger Hautalterung und der Entstehung von Pigmentflecken entgegen. Ja. Also soll das quasi nicht nur eine abdeckende Geschichte sein, sondern halt auch eine Pflege. Ich versuche es erstmal mit einem Pinsel und gebe mir dann einfach ein bisschen was auf diesen Foundation-Pinsel. Das ist halt wirklich von der Textur her recht fest. Das mache ich auf diese Gesichtshälfte. Ich glaube, dass wir hier keine unterschiedlichen Farben zur Auswahl hatten. Also dass es wirklich nur die eine Farbe war. Ich kenne CC-Creams vor allem von der IT Cosmetics CC Plus Your Skin Matte Better Cream, um ehrlich zu sein. Ansonsten verwende ich nicht so viele CC-Creams. Die von IT Cosmetics, die ist auch wirklich eine sehr deckende Geschichte. Das hier finde ich jetzt sehr, sehr leicht. Und abgesehen davon, dass man halt wirklich überhaupt nichts auf dem Gesicht sieht, also ich finde jetzt nicht wirklich, dass ich irgendwas vernehmen kann, habe ich eine leichte Würstchenbildung, denn ich bin gerade vorsichtig mit meiner Hand so drüber gegangen. Ich glaube, also entweder die Kombination mit dem Primer gefällt dem CC-Gedönsen hier nicht oder die Kombination mit meiner Haut, ich weiß es nicht, oder mit dem Pinsel, irgendwas gefällt diesem CC-Ding nicht. Hier auch nochmal das Geschehen von Nahem. Ich sehe hier wirklich keine wirkliche Perfektionierung und in meinem Pinsel sehe ich kleine Würstchen. Das gefällt mir hinten und vorne nicht. Das finde ich echt blöd. Also, wenn ich so drüber gehe, man sieht es. Man sieht es. Nein, wir machen nicht halb-halb. Ich nehme das jetzt wieder runter, weil das mit diesem Würstchenkram gefällt mir nicht. Auf dieser Seite habe ich keine Würstchenbildung. Das heißt, es liegt nicht am Primer, es liegt wirklich an der CC-Cream. Also muss ich sagen, die ist leider durchgefallen bei mir. So, ein bisschen Uhu aufgetragen. Jedenfalls riecht es so. Oh,
Claudia, nicht so negativ sein. Du musst positiver werden. Okay, jetzt nehmen wir hier diesen Foundation Stick. Make-up Stick, Professional, bla bla. Welche? 10 Light ist die Farbe. Die habe ich genommen. Genau, das ist einfach ein Stick. Verschmilzt mit der Haut, lässt sie glanzfrei aussehen und deckt Rötungen ab. Der Make-up Stick ist vielseitig anwendbar mit aufbaubarer Deckkraft, mit Candelia und Carnauba-Wachs. Okay, jo. Dann zeigen wir mal ganz. Ja, Farbe, ne? Ist ein bisschen dunkel, aber mal gucken, wie sich das dann verhält, wenn man das einarbeitet. Bisschen Kriegsbemalung hier drauf. Dann nehme ich mir einen Foundation-Pinsel. Das hier ist jetzt einer hier von Leni Brush. Lässig wäre es jetzt gewesen, wenn ich nur eine Gesichtshälfte gemacht hätte, damit man den Vorher-Nachher-Effekt sieht. Ich habe es vergessen. Diese Deckkraft ist wirklich leicht, aber ich habe jetzt ja auch nur eine Schicht aufgetragen. Ich denke, dass ich gleich noch eine Schicht drüber legen werde. Aber die Foundation macht einen guten ersten Eindruck. Es fühlt sich angenehm auf der Haut an und sie hat schon so leichte Rötungen abgedeckt. Sie hat leichte Unebenheiten abgedeckt und es fühlt sich pflegend auf dem Gesicht an. Also das ist eine Foundation, die auch definitiv bleiben darf, weil die sich gut anfühlt und ja, schön einarbeiten ließ. Dadurch, dass die halt so fest ist, war das jetzt ein bisschen mehr Arbeit, als wenn ich das jetzt mit einer flüssigen Foundation machen würde und einem Schwämmchen, ne? Aber so eine Foundation trage ich halt mit einem Pinsel auf. Und ja, aber die gefällt mir. Also selbst die Farbe, ne? Das gefällt mir auch. Ja, sieht ordentlich aus. Jetzt kommt die nächste Schicht drauf. Die zweite Schicht ist jetzt auch auf dem Gesicht. Und das war ein Reim. Und es fühlt sich nicht so an, als hätte ich mir eine zweite Schicht Make-up draufgegeben, falls ihr versteht, was ich meine. Sonst ist es so, wenn ich mir eine Foundation draufgebe, dann merke ich das von der, ne? Das merke ich dann halt auch nicht so auf dem Gesicht. Wenn ich dann aber noch eine zweite Schicht drüber gehe, merke ich, dass ich noch eine zweite Schicht draufgegeben habe. Das sieht man dann meistens auch. Diese Foundation finde ich sehr, sehr natürlich, sehr, sehr angenehm. Also das gefällt mir. Das kann ich mir auch gut für den Alltag vorstellen. Ein Full-Coverage-Ergebnis bekommst du meiner Meinung nach mit Naturkosmetikprodukten eher schwierig hin. Also ich glaube nicht, dass man das überhaupt erzielen kann. Die ist überhaupt nicht trocken, setzt sich auch nicht an trockenen Stellen ab. Also dieses Ergebnis mag ich wirklich gerne. Das ist so My Skin But Better. Und du hast, auch wenn die sagt, dass die nicht, also dass die mattieren soll, ne? Die mattiert meiner Meinung nach nicht. Also das ist eine schöne Foundation. Die mag ich gerne leiden. Doch, ist hübsch. Um die Deckkraft jetzt dennoch etwas zu erhöhen, habe ich einen Concealer hier und der ist super dunkel, jedenfalls sieht der super dunkel aus, habe ich aber in der Farbe 01 Ivory der Sensitive Concealer. Kann ich persönlich auch sehr gut gebrauchen für meine untere Augenpartie, die ja sehr sensibel ist. Also meine Haut ist ja generell trocken und sensibel. Mildes, parfümfreies Abdeckfluid zum Kaschieren von Fältchen und Hautunregelmäßigkeiten. Mit Kamillenöl aus kontrolliert biologischem Anbau. Für sensible Haut geeignet. Jo. Und hier sind 8,5 Milliliter drin. Das ist ganz schön viel. Ich versuche das jetzt erstmal auch mit einem Pinsel aufzutragen. Dafür nehme ich mir aber so einen Concealer-Buffer. Da habe ich hier einen von Zoeva. Ne? Damit kann man nämlich auch, also wenn du Pinsel nimmst und nicht Schwämmchen, kannst du eine höhere Deckkraft erzielen. Aber auch präziser arbeiten, meiner Meinung nach. Den gebe ich mir jetzt so ein bisschen auf. Ja doch, der sieht rosa aus, aber es kann was werden. Und das funktioniert auch ganz gut mit diesem Pinsel, muss ich sagen, weil die Konsistenz ist auch sehr flüssig. Das ist, wenn ich das jetzt mit dem Pinsel verteile, verschmilzt es direkt mit der Haut. Der deckt jetzt nicht ultimativ ab, das sieht man auch, ne? Aber er macht schon so ein leichtes Leuchten, so ein leichtes Strahlen an die untere Augenpartie und ist auch so ein bisschen pflegend mit dabei und das gefällt mir. Ich guck mal, ob man den auch ein bisschen aufbauen kann. Und gebe mir den auch so ein bisschen auf meine Hautunebenheiten und Rötungen. Ja, das geht wohl. Ja. Es sieht richtig nass unter meinen Augen aus, also da, wo ich den jetzt aufgetragen habe. Fühlt sich aber sehr pflegend an. Die Abdeckung, die er erzielt hat, hier habe ich das aufgetragen, hier noch nicht, ist sehr, sehr leicht, aber es ist da. Ne? So ein bisschen was hat er schon abgedeckt. Hier oben so eine kleine Rötung, die kriegt man ganz gut damit weg. Wenn es jetzt um etwas größere Geschichten hier unten geht, ist es ein bisschen schwieriger. Aber ne, ich sage es ja auch immer, sowas komplett überzuschminken ist ein bisschen schwierig, weil du dadurch ja auch die Textur hervorhebst. Ich bin gespannt, wie der sich auch gleich verhalten wird, wenn ich ihn setten werde. Aber jetzt mache ich erstmal noch die andere Seite.
Es müsste die High-Beauty-Serie von Essence gewesen sein, die auch mal so einen Alltags-Concealer, sag ich mal, herausgebracht hat, ne? Diesen rosafarbenen. Und dafür finde ich den auch wirklich perfekt geeignet. Jetzt für, ich schmink mich vor der Kamera hier bei YouTube, ne, und mache da richtig Full-Coverage, kabam, krasser Lidschatten-Look, ist das nicht unbedingt was. Darüber würde ich mir dann noch einen normalen Concealer aufgeben, einfach um die Deckkraft zu erhöhen, bin ich ehrlich. Aber für den Alltag und einfach so, um rauszugehen aus dem Haus, in Anführungsstrichen, ist das echt gut. Also, ne, da sieht das jetzt sehr frisch aus. Ich bin gespannt, wie frisch das Ganze aussieht, wenn ich das Ganze jetzt abpudern werde. Vorher nehme ich mir aber noch die Lidschattenbase, denn das habe ich mir in letzter Zeit angewöhnt. Da habe ich nämlich hier auch eine von Alverde. Für langanhaltende Farbintensität des Lidschattens vermeidet ein Absetzen in der Lidfalte. Mit Jojobaöl und Shea-Butter aus kontrolliert biologischem Anbau. Augen- und Kontaktlinsenverträglichkeit augenärztlich bestätigt. Und das Produkt ist auch noch vegan. Und hier habe ich das Produkt. Und das trage ich mir jetzt einfach mal auf. Ja, ich habe mir keine Lidschattenpalette geholt, bin ich ehrlich, weil ich mag einfach die Lidschattenpaletten von Alverde nicht so gerne. Da muss ich ehrlich sein, zu mir selbst und auch zu euch. Und dann macht das keinen Sinn, wenn ich mich hier hinsetze und eine Lidschattenpalette verwende und von vornherein weiß, dass es nicht bei mir funktionieren wird. Dann mache ich mir lieber gleich einen Look aus dem Blush, Bronzer und Highlighter, den ich hier habe. Denn auch das ist super einfach und möglich. Und die Lidschattenbase arbeite ich jetzt einfach mit dem Concealer-Buffer ein, der hier schon in Anwendung war. Und die ist super angenehm. Also ich merke halt bei den Produkten, um ehrlich zu sein, die Pflege auch mit dabei. Das hat man oft bei Make-up-Produkten nicht unbedingt. Ne? Da hast du einfach, dass gesagt wird, wir möchten uns schminken. Und es kommt immer mehr, dass auch Pflege in den Make-up-Produkten drin ist. Aber gerade bei so einer Naturkosmetikmarke wie bei Alverde hatte ich auch damit gerechnet, um ehrlich zu sein. Weil es ist dann ja auch meistens für Leute gemacht, die eher sensible Augen, Hauttypen sind. Und deswegen ist es eigentlich auch für mich sehr, sehr gut geeignet, vor allem für den Alltag, wenn man sowas auch länger trägt. Und da bin ich auch auf die Haltbarkeit gespannt. Gut, die Augenlider sind geprimed und ja. Ach so, ich mache aber auch noch ein Fixing Spray drüber. Normalerweise mache ich das halt immer, wenn die ganzen flüssigen Texturen drauf sind. Da habe ich das fixierende Spray von Alverde. Das ist dieses hier. Das hatte ich, glaube ich, schon mal da. Das ist etwas alkoholisch, muss ich gestehen, also vom Duft her. Für ein langanhaltendes Make-up und einen frischen, strahlenden Teint. Die Textur mit Koffein und Extrakten aus Kiwi, Calendula und Ananas belebt und erfrischt den Teint für ein strahlendes Aussehen. Genau. Ja, und hier ist auch Alkohol halt mit drin. Das heißt, nicht unbedingt mega für sehr sensible Haut geeignet. Ne? Sehr starker Strüh. Sprühstrahl und sehr zitrischer Duft, was ich nicht so gerne mag. Aber so kann man schon mal so ein bisschen dafür sorgen, dass die feuchten Texturen sich setten können. Normalerweise gehe ich mit einem Beauty-Schwämmchen nochmal drüber. Und jetzt habe ich heute kein Beauty-Schwämmchen, was ich verwende. Deswegen mache ich das mit einem Pinsel. So verbindet sich das halt nochmal ein bisschen besser mit der Haut, ne? So. Jetzt nehmen wir aber das Puder und da habe ich das Mineral Powder. Das ist dieses hier, ein transparentes Puder, ein loses Puder. Mattierend und fixierend für einen ebenmäßigen Teint mit wertvollen Mineralien. 10 Gramm sind hier enthalten, das ist recht viel. Und hier haben wir auch so ein Puffelding mit drin. Mal gucken, vielleicht kann ich den sogar mit verwenden. So, wir haben hier ein Plastik-Inlay. Oh, da kommt aber sehr viel Produkt raus. Das finde ich immer positiv, dass man überhaupt Produkt bekommt. Mache ich mir immer ein bisschen was in meinen Deckel rein. Gucken wir mal, wie das so ist von der Konsistenz. Doch, das fühlt sich angenehm fein an. Riecht ein bisschen nach Kokos, ne? Dann nehme ich mir einen großen Puderpinsel. Klopfe ein bisschen ab. Und dann pudere ich einmal mein komplettes Gesicht ab. Beziehungsweise wir machen jetzt erstmal eine Hälfte, damit wir das uns mal angucken können. Das ist wirklich sehr fein und sehr angenehm, sehr leicht. Und ich finde, dass es auch schön aussieht. Ne? Also das natürlich hier ist jetzt ein bisschen schwierig. Da hat sich das ein bisschen abgesetzt. Aber ansonsten sieht es erstmal so weit so gut aus. Genau, das gefällt mir erstmal. So vom Finish her. Ja. Ne? Das ist das Ungesättete und das ist das Gesättete. Gesichtshälften-Moped.
Und jetzt sind beide Gesichtshälften gesettet. Doch, also vom Finish her gefällt mir das auf jeden Fall, weil das halt nicht zu mattierend und zu pudrig ist. Es lässt halt trotzdem noch irgendwie die Haut Haut sein und das finde ich immer ganz gut. Ja, ich hätte hier einen Creme-Highlighter gehabt, das habe ich jetzt leider vergessen. Vielleicht kann ich den nachher noch nehmen, um meinen Lidschatten-Look so ein bisschen zu intensivieren. Jetzt verwende ich diese Face-Palette, die ich mir geholt habe. Und zwar ist das die Contour and Highlight-Palette. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass hier sogar ein Blushton drin ist, beziehungsweise zwei Blushtöne. Eine Palette für alle Make-up-Techniken, Strobing, Contouring and Draping. Die 8 Pudernuancen sind je nach gewünschtem Effekt einzeln oder kombinierbar anwendbar. Hautverträglichkeit ist bei allen Produkten, glaube ich, dermatologisch bestätigt und es ist vegan. Und ja, ich moniere hier ein bisschen die Fännchengröße, wenn ich ehrlich sein darf. Also das finde ich wirklich klein, weil ne, hier habe ich auch noch ein Blush von Alverde, den ich auch gleich verwenden werde in der Farbe Pretty Terror. Genau, und das ist normalerweise so die Größe, wie so Puderprodukte von Fännchengrößenmäßig Kramsen drin sind. Ja, theoretisch hätte ich auch hier diese beiden Puder verwenden können, um abzupudern und hätte mir gar kein loses Puder holen müssen. Deswegen, also im Prinzip, es ist, ne, es gibt viele günstige Produkte hier. Das finde ich sehr interessant, aber ich wollte schon so ein bisschen Komplexität zeigen. Ich möchte jetzt erstmal einen Bronzer verwenden, beziehungsweise zuallererst verwende ich mal ein Konturprodukt. Und das ist der aschigste und dunkelste Ton hier oben in der Palette. Da gehe ich mal rein und gucke, wie der so ist. Also ich versuche es jetzt wirklich nur mit dem Pinsel, dass ich nur in diesen Ton gehe. Klopfe das auch so ein bisschen ab. Der ist sehr intensiv pigmentiert, glaube ich. Uiuiui. Am Spiegel abklopfen. Wenn ich hier so tupfe, na, man sieht schon was. Das kann schon, ja, es ist schon intensiv, ne? Es geht. Also es lässt sich auf jeden Fall verblenden, das muss ich sagen. Ja, es ist halt, wenn du nicht swirlen kannst, dann kannst du das nicht ordentlich im Pinsel verteilen. Das heißt, ich weiß jetzt nicht, ob das an der Technik liegt, dass ich das quasi so, ne, auftrage, oder ob das an dem Produkt an sich liegt, dass es fleckig ist. Ich versuche es jetzt erstmal weitestgehend auszublenden. Ich nehme einen etwas größeren Pinsel, um das zu verblenden, weil das ist mir doch einfach zu fleckig, ne? Ich habe hier echt voll den Fleck. Andere Technik, mit diesem Pinsel das erstmal grob auftragen und dann einen großen Pinsel nehmen, um das Ganze auszublenden, dann geht das. Aber trotzdem ist es jetzt nicht ein Produkt, wo ich sage, boah, geil. Mal gucken, ob das mit dem Bronzerton besser funktioniert, der sich da oben daneben befindet. Dann nehme ich auch wieder diesen Pinsel, weil, ne, ansonsten, wenn ich mit dem großen reingehe, nehme ich alle vier Farben auf einmal auf. Das ist halt auch eher kontraproduktiv. Den setze ich mir halt genau da drüber, um mein Gesicht aufzuwärmen. Der gefällt mir jetzt nicht so unbedingt vom Ton her. Das ist mir sogar fast schon zu... Weiß ich nicht, der sieht irgendwie komisch aus, oder? Ich gehe einfach direkt mit diesem Pinsel hier mal rein. Versuche nicht zu viel von dem Highlighter daneben aufzunehmen. Ja, dann wird das nämlich auch nicht so fleckig. Gut, dadurch, dass die Foundation jetzt sehr natürlich ist, ist meine Haut natürlich hier auch drunter am Durchscheinen. Und das ist dann etwas unruhiger, als wenn man halt eine etwas deckendere Foundation genommen hätte. Ja, so geht es besser. Man muss einfach dann mit diesem Pinsel da so reingehen. Also mit festen Pinseln kommst du da echt nicht weit. Und das dann auftragen. Also du hast ja keine große Definition zwischen Kontur und dem Bronzing-Produkt, finde ich, ne? Ich gehe jetzt nochmal hier unten in diese... Oh, jetzt bin ich in den Highlighter mit reingekommen. In die beiden Pudertöne, damit ich hier unten so ein bisschen abpudern kann und meine Kante so ein bisschen verschärft hinkriege. Aber die machen jetzt auch nicht das Allermeiste in meinem Gesicht. Naja, das ist der Bronzer und das Konturprodukt. Der Blush, der hier oben drin ist, wird mit einem Blushpinsel aufgetragen. Ich versuche jetzt auch wirklich mal genau die Pinsel dafür zu nehmen, die für solche Geschichten zuständig sind. Ja gut, das ist ein sehr heller Blushton. Den trage ich mir hier auf. Sehr, sehr dezent. Den sehe ich so gar nicht auf meinem Gesicht, um ehrlich zu sein. Na gut, wenn ich den jetzt aufbaue, wird es ein bisschen dunkler hier. Ist halt sehr natürlich, ne? So wie das ganze Make-up dann wahrscheinlich auch werden wird. Ich versuche jetzt nochmal diesen Blush hier zu nehmen. Der ist nämlich, glaube ich, etwas mehr pigmentiert. Sehr pudrige Geschichten sind das, ne? Also ich muss immer schon abklopfen. Genau, den siehst du jetzt ein bisschen mehr.
Der gefällt mir auch besser, weil man den halt auch einfach sieht, ne? Der bringt auch ein bisschen mehr Frische rein, auch wenn das jetzt nicht mein Lieblingsblush werden wird, ist er okay. Also, er ist wenigstens da. Ich finde, dass die Produkte, die ich jetzt aufgetragen habe, schon sehr natürlich aussehen und jetzt nicht mich geschminkt aussehen lassen. Das gefällt mir eigentlich schon, muss ich gestehen. Ja, eigentlich gefällt mir das schon. Ja, haut mich aber auch nicht vom Hocker. In dieser Palette haben wir auch verschiedene Highlighter-Nuancen drin. Wir haben hier einen ganz, ganz hellen, wir haben hier einen champagnerfarbenen und das hier ist eher so ein Blush-Topper. Ich trage jetzt tatsächlich den champagnerfarbenen auf. Das ist dieser hier, da gehe ich mit einem Highlighter-Pinsel rein. Oh, da kriege ich auch gut was auf meinen Pinsel. Und den platziere ich hier an der höchsten Stelle. Das sieht jetzt aus der Ferne schon mal subtil, aber schön aus. Also einen ganz, ganz leichten Effekt hat man dadurch. Schau mal, was passiert, wenn ich den etwas mehr aufbaue. Oh ja, der kann was. Also ist jetzt nicht so ein knaller Highlighter, aber es ist ein schöner Highlighter. Ich gebe mir den auch direkt auf meine Nasenspitze, auf meinen Nasenrücken, zwischen meine Augenbrauen, aufs Lippenherz. Na, da kommt er eher weniger raus, ne? Da sieht man nicht so viel davon. Aber so sieht das eigentlich von der ganzen Base-Geschichte besser aus, als ich das eben gedacht habe. Doch, es ist schon besser geworden, ne? Genau, und jetzt seid ihr ja schon so nah dran, dann machen wir mal die Augen. Dann nehme ich auch einfach diese Palette hier. Und das mache ich jetzt relativ zackig. Dann nehme ich einmal einen von den Pudertönen, um meine Lider zu setten. Witzig, dass ich hier einfach den Highlighter-Pinsel gerade nehme, aber gut, den hatte ich gerade in der Hand. Mit einem Blendepinsel trage ich mir die Bronzerfarbe quasi auf und setze mir die in die Lidfalte. Oh, guck mal. Da kommt schon was raus. Dann nehme ich mir mit dem gleichen Pinsel die Konturfarbe auf und die setze ich mir in mein äußeres V und blende die auch so ein bisschen mit in die Lidfalte. Mit dem Pinsel, mit dem ich eben meinen Concealer aufgetragen habe, gehe ich hier in diesen Creme-Highlighter, den ich letztens in meiner Glossy Box Young drin hatte, und den setze ich mir auf mein bewegliches Lid. Als, tja, Cut-Crease, Schrägstrich, ich weiß noch nicht, Creme-Lidschatten? Eigentlich finde ich das ganz nice. Dann nehme ich mir den champagnerfarbenen Highlighter mit so einem Smudger-Pinsel auf und platziere den auf meinem Zentrum. In den ganz hellen Highlighter gehe ich, nachdem ich den Pinsel abgewischt habe, rein und setze den dann auf mein inneres Drittel. Lass den auch so ein bisschen noch mit in den Champagner reinlaufen und selbstverständlich auch in den Innenwinkel. Ich möchte halt aus diesen Produkten das Allerbeste rausholen, weil ich möchte, dass Produkte funktionieren und ich will nicht, dass ich am Ende sage, nee, lohnt sich nicht. Ich möchte eigentlich gucken, wie kann man optimal damit arbeiten, wie kriegt man das beste Ergebnis daraus. Deswegen muss ich einfach mal etwas kreativ werden. Dann habe ich ja noch diesen Blush-Topper. Das ist zwar ein Schimmerton, aber auch den nehme ich mir mit dem Smudger auf und den setze ich mir nach hier außen. Ohne weiteres Produkt aufzunehmen, gehe ich nochmal mit dem Blendepinsel durch die Lidfalte, damit wir da ein bisschen aufräumen können. Und das ist jetzt ein softer Look, aber es ist ein Look, finde ich, ne? Ich könnte jetzt kommen, wir machen noch ein bisschen mehr Bronzer in die Lidfalte rein. Genau, dann haben wir das dann noch ein bisschen vertiefter. Also, ne, was ich als Lidfalte definiere, ist ja immer ein bisschen höher angesetzt, weil ich ja ein Schlupflid habe. Mit Puder außen dann nochmal die Seiten verblenden. Also ich fühle mich, als würde ich hier mit einer ganz normalen Nude-Palette einen Look schminken, Leute. Das ist jetzt schon ordentlich, finde ich, ne? So, das wäre jetzt quasi der pudrige Look. Und da wir jetzt mit den pudrigen Sachen fertig sind, gehe ich nochmal kurz mit dem Fixing Spray drüber. Das springt einen echt an, muss ich sagen. Ne? Du hast da schon derbe, dass da was rauskommt. Und da das halt diese zitrischen und Alkoholgeschichten sind,
brennt das schon ein bisschen in meinen Augen, bin ich ehrlich. Der Look ist mir aber natürlich noch ein bisschen zu langweilig. Ich möchte ein bisschen Farbe reinbringen, deswegen habe ich mir einen Eyeliner geholt. Und zwar ist das der in der Farbe Forest Green. Der ist scharf, oder? Genau, also ich wollte halt wirklich ein bisschen Farbe noch mit ins Spiel bringen. Das ist einfach einer zum Hochdrehen. Und den nehme ich jetzt zuallererst, um meinen Wimpernkranz zu verdichten. Ein Wing mache ich jetzt mal nicht damit, aber ich finde schon, dass man dadurch noch so einen etwas intensiveren Effekt erzielen kann. Ich glaube, ich bin heute mutig und gebe mir den auch ein bisschen an den unteren Wimpernkranz. Denn da ich grüne Augen habe, vergrößert das mein Auge noch so ein bisschen optisch. Das gefällt mir auf jeden Fall echt gut, ne? Doch, ist ein schöner, natürlicher Augenlook. Und jetzt müssen wir den Augen etwas mehr Dimension geben und das machen wir mit Augenbrauen. Da habe ich hier den Augenbrauenstift in der Farbe 04 Macchiato mit 3 Strichbreiten für perfekt modellierte und konturierte Augenbrauen. Und ja, das ist dieser hier und der hat sogar ein Spoolie dran. Das ist halt eine Tropfenform und deswegen sagt er, dass du 3 verschiedene Strichbreiten hast. Genau. Mal schauen, ob die Farbe passt. Oh ja, das kann was werden. Hiermit muss ich schon ein bisschen aufpassen, weil der sehr, sehr leicht die Farbe abgibt. Aber die Farbe passt recht gut. Deswegen ist das okay bei mir, ne? Es ist nicht ganz so definiert, wie ich das normalerweise bei Augenbrauen habe, weil dadurch, dass der halt wirklich sehr, sehr cremig ist, habe ich hier außen drum zu, da wo ich dann auch gebürstet habe, dass mir da ein bisschen Farbe hingekommen ist. Das gefällt mir. Also, ne, im Prinzip, das Ergebnis gefällt mir. Jetzt mache ich noch die andere Seite. Vielleicht ist das Ergebnis ein ganz kleines bisschen dunkler, als ich es normalerweise habe, aber irgendwie gefällt es mir. Aber ich habe die Mascara ja noch nicht drauf, deswegen ist es nicht so gut vergleichbar. Ich möchte die Augenbrauen natürlich auch setten. Dafür gibt es von Alverde das transparente Augenbrauen- und Wimperngel. Gut, auf die Wimpern gebe ich mir das jetzt nicht. Das gebe ich mir jetzt tatsächlich ausschließlich auf meine Augenbrauen und verwende dafür das ganz normale Bürstchen, was hier mit drin ist. Das ist halt ein ganz normales Kunsthaarbürstchen. Das ist ein bisschen größer und erinnert mich auch von der Optik sehr an Lavera. Und da gehe ich jetzt einfach nur durch die Wimpern, ach Quatsch, durch die Wimpern vor allem, ne? Durch die Augenbrauen durch, kämme sie ein bisschen hoch und lege sie dann ein bisschen wieder hin. Und dann hat man so dieses etwas voluminöse, aber auch nicht zu voluminöse, ne? Genau. Natürlich trägst du hiermit dann auch noch ein bisschen Produkt ab, das sollte man auch nicht vergessen. Haben wir jetzt einen relativ natürlichen Fluffy Brow Look und jetzt kommen wir zu der Mascara. Bei der Mascara habe ich mir auch einen Lash Boost Primer mitgeholt. Das ist dieser hier. Ich halte eigentlich nicht so viel von Mascara Primern, wollte es aber einfach mal ausprobieren, wie das aussieht, wenn ich das jetzt auf einem Auge mache und auf einem Auge nicht. Wobei das hier wird wahrscheinlich ganz cool sein, weil das ist ein Gummibürstchen und Gummibürstchen trennen dann nochmal die Wimpern etwas mehr, sodass du weniger das Problem hast, dass dir gegebenenfalls die Wimpern verklumpen könnten. Ey, so, genau. Das sieht auch sehr interessant aus. Das riecht sehr nach Alkohol. Holla die Waldfee. Ich gebe mir das mal auf dem rechten Auge auf und auf dem linken Auge nicht. Vorbereitung für den perfekten Wimpernlook. Für mehr Volumen, Dichte und Pflege vor dem Auftrag der Mascara. Mit Bienenwachs aus Kontrollit biologischem Anbau. Jo, das schaut jetzt so aus. Habe ich jetzt auf einem Auge. Und dann gucken wir mal, wie die Mascara sich dann verhält, wenn ich sie jetzt in 1, 2, 3 Schichten aufgebe. Mit und ohne Primer. Da habe ich die Alverde XXL Volumen Mascara mit Phytokollagen und Bambusextrakt. So schaut die aus. Und die fand ich einfach ansprechend von der Verpackung her. Und ich glaube, die hatte auch recht gute Bewertung bei DM. Die hat ein Oschi-Bürstchen. Das ist halt so ein richtiges Kunsthaarbürstchen, was danach schreit, dass sie dir richtig fette Wimpern machen wird. Jetzt habe ich Mascara in der Nase. Toll. Die riecht auch irgendwie komisch. Nach Erkältungsbad. Ohne Mascara. Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also mir ist die ein bisschen zu wenig. Für eine Alltagsmascara finde ich die okay. Also ne, die siehst du halt nicht so wirklich. Das macht nicht so viel. Und ob ich jetzt hier einen Lash Primer drauf habe oder hier nicht. Also ich finde, da siehst du keinen wirklichen Unterschied. Ich mache jetzt auch mal eben noch eine Schicht drüber, weil mir das einfach zu wenig ist. Ja, sie trennt.
und sie definiert die Wimpern. Sie gibt auch wohl Länge, aber ich finde sie zum einen nicht schwarz genug, also nicht dunkel genug, sodass sie die Wimpern ausreichend betonen würde. Und zum anderen finde ich sie halt auch sehr, sehr dezent. Ne? Ich denke, das passt natürlich zum Look, den ich jetzt hier heute trage, aber es haut mich jetzt echt nicht so ultimativ vom Hocker, dass ich sagen würde, das ist jetzt eine Mascara, die ich mir nachkaufen würde. Ne? Also es kann gut sein, dass es halt eine Mascara ist, die sehr augenfreundlich ist und die auch für sensible Augenmenschen wie mich eigentlich auch sehr geeignet wäre. Aber selbst jetzt in der vierten Schicht finde ich das echt mau. Den Highlighter finde ich jetzt übrigens gerade sehr, sehr schön, sehr nass. Das sieht angenehm aus. Ja, das hier wäre dann tatsächlich auch der komplette Augenlook. Ne? Eigentlich gefällt mir das. Jo, und jetzt widmen wir uns mal den Lippen. Denn auch bei den Lippen habe ich ein bisschen zugeschlagen. Ich habe mir einen Lip Liner geholt. Das ist der Lip Liner Pure Nude 20. Und ja, das ist einfach ein Lip Liner. Genau. Mehr steht da auch gar nicht drauf. So ein Rosenholzton, so sieht er jedenfalls aus. Der ist auch zum Anspitzen. Hier hast du aber keinen Anspitzer mit dabei. Das ist ein Plastikding zum Anspitzen. Das ist immer ein bisschen schwierig. Den trage ich mir jetzt mal auf. Riecht noch nichts. Ja, ich muss schon drücken, wenn ich Farbe haben will, ne? Also das ist nicht so eine intensive Farbabgabe. Für einen Lip Liner ist er dann aber doch ziemlich cremig und die Farbe finde ich richtig schön. Das ist ein ganz, ganz toller Ton, ne? Boah. Und normalerweise, wenn ich Lip Liner auftrage, habe ich auch dieses Gefühl, dass ich auf jeden Fall noch irgendwas drüber geben muss, weil Lip Liner dann für mich persönlich zu trocken wären. Der fühlt sich jetzt aber auf den ersten Swipe echt gut an. Gefällt mir. Doch, den werde ich häufiger tragen, muss ich sagen. Das war ein Reim. Und jetzt kommen wir zum Lippenstift. Ich weiß nicht, ob die Farbe passt. Ich habe die Farbe 20 Tourmaline von dieser Alverde Diamond Kiss Reihe. Das ist dieser hier. Den finde ich ganz hübsch. Ich habe deswegen extra gestern Abend meine Nägel noch nicht neu gemacht, weil das einfach super schön passt mit diesem Grün und Gold. Oh, ich mag's. Genau, so rum. Und das ist halt auch so ein ganz, ganz toller Stift, ne? Also der sieht richtig hübsch aus. Der wird jetzt ein bisschen heller sein als der Lip Liner, denke ich. Der ist schön. Der ist mega angenehm im Auftrag. Sehr, sehr cremig. Und der passt schon zum Lip Liner. Wer hätte das gedacht? Sollst du irgendwas Spezielles können? Inhaltsstoffe oder sonst irgendwas? Nee, hier steht nur vegan drauf, ne? Und hier sehen wir jetzt nochmal den ganzen Look in Tutto Completi. Er gefällt mir wirklich. Also ich fühle mich wohl, ich fühle mich jetzt auch nicht zugekleistert. Ich fühle mich so, als könnte ich jetzt auch noch Videos drehen, als könnte ich rausgehen, ne? Als könnte ich die Welt erobern gefühlt. Und ja, es fühlt sich schon schön an. Ich muss aber sagen, dass mir die Augen, also die Wimpern viel zu dezent sind. Das heißt, ich werde ja gleich auf jeden Fall noch ein bisschen Mascara nachlegen, weil mir das zu wenig ist. Aber ansonsten von der Base her gefällt mir das. Sieht das echt schön jetzt so miteinander verschmolzen aus. Das Augen-Make-up gefällt mir, die Augenbrauen gefallen mir, den Lippenstift finde ich überragend. Ja, und ich muss gestehen, Alverde und ich, wir sind jetzt in diesem Video doch wohl Freunde geworden. Ihr Lieben, das war jetzt mein Full-Face Alverde Naturkosmetikprodukte. Schreibt mir gerne eure Meinung, eure Erfahrung, alles, was das Herz begehrt, unten in die Kommentare rein. Dann können wir uns gerne mal austauschen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Style & Talk Videos. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!